Hallo und herzlich willkommen zurück bei Secret of Evermore. Ich weiß, wie es weitergeht und ich finde das einfach nur grässlich. Erstmal, ich habe nämlich etwas ganz übersehen. Und ich hoffe, dass ich da jetzt auch schnell hinfinde in diesem Raum. Ah, genau, hier rein, gut. Und perfekt. Warum bin ich eigentlich nicht darauf gekommen, dass hier hinter noch ein Loch ist? Endlich. Endlich habe ich wieder einen kleinen Lichtblick hier. Was ist hier oben? Eine Truhe. Die wäre sicherlich für Tsumoku auch wieder interessant. Na komm. Tap, 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 tap. Was ist hier? Diese langen Gänge hier und ich kann nicht so lange rennen. Ah, das sieht so aus wie dieser andere Gang. Hier komme ich nicht durch, ne? Yo. Und hier? Falle ich wieder runter? Zumindest sieht es irgendwie richtig aus. Denke ich mal. Hoffe ich. Glaube ich. Ah, super. Jolly rennt wieder von allein. Los, such dein Herrchen! Sagen Sie, Herr Tsumoku, was halten Sie von meinem Schloss? Eine nette Hütte. Sehr groß. Sauber, pompös, tadellos, einzigartig? Genau. Das wollte ich sagen. Es ist längste Zeit für die Hauptspeise, oder? 100 Köche arbeiten für mich und trotzdem muss ich warten. Was kann das so lange dauern? Wo bleibt das Essen? Ja, ich denke mal, er hat alles vom Tisch gerissen. Ich bin erschüttert, wer ist dafür verantwortlich? Name, ich will Namen hören. Das könnte mein Hund sein. Du hast mein Bankett ruiniert. Eine Nacht im Verlies wird dir eine Lehre sein. Wächter, führen Sie ihn fort, oder so. Warum ist das eigentlich so ein Problem? Ich meine, ich habe so viel Monster geplättet, da würden doch Wächter kein Problem sein. Na Kleiner, hattest du deinen Spaß? Ich kenne Typen wie dich. Erst verwüstest du nur deine eigene Wohnung und später ist es das Bankett der Königin. Und dieser Hund scheint noch schlimmer zu sein. Komm jetzt. Bisheriges Geschehen speichern? Nö. Ach. Na, das sieht ja hier ziemlich einladend aus. Okay, Jungs, willkommen in eurem neuen Heim. Los, jetzt rein da. Dieser Ton, als er drauf gedrückt hat. Schon wieder dieser Ton. Macht es euch bequem, ihr werdet sehr lange hier sein. Hat die Königin gesagt, nicht nur eine Nacht? Jolly, versuch dich durch das Loch zu zwängen. Steuche ich ihn jetzt? So. Junge, hab Dank. Endlich bin ich wieder frei. Komm, so lange gefangen warst du jetzt auch nicht. Warum eigentlich konnte Jolly hier durchkommen, wenn wir dort eingesperrt waren? Und warum hänge ich jetzt irgendwie fest? Ach, gut, ich bin wieder draußen. Was passiert, wenn ich hier wieder durchgehe? Verschlossen. Was ist eigentlich mit dem Schlüssel, den mir diese eine Tuse gegeben hat? Beutel, Gegenstände. Na, dann darf ich mir jetzt wieder einen anderen Ausgang suchen. Wow, Gegner. Minotaurus oder so. Ey, wo rennst du hin?
Autsch. Na komm, töten wir dich erstmal. Und hier stimmt was nicht mit den Einstellungen. Verhalten. Das ist doch eigentlich so gut. Warum lädt er nicht auf? Ah doch, super, er lädt auf. Perfekt. Das ist doch super. Und was ist hier? Noch ein Minotaurus. Warum sind diese Viecher hier eingesperrt? Ist da? Na, du schon wieder. Die haben wir ja lange nicht mehr gesehen. Autsch! Na komm, stirb. Du bist auch kein Thema mehr für uns. Das wäre jetzt eigenartig gewesen, wenn Jolly jetzt da drauf gedrückt hätte und mich jetzt eingeschlossen hätte. Obwohl das kein großes Problem wäre. Ich könnte ja dann Jolly wieder übernehmen und mich dann wieder befreien. Aber trotzdem. Danke. Da oben blinkt irgendetwas. Ist das auch was? Ich muss hier irgendwie einen Ausgang finden. Was zum macht dieses Ding hier? Und was hat das mir für einen Schaden, den sie eben angerichtet? Was zur Hölle? Das gefällt mir irgendwie nicht. Ich glaube, da gehe ich doch lieber mit Zauber vor. Nimm das. Danke. Hast du irgendwas hinterlassen? Nein, natürlich nicht. Ich gehe mal kurz. Ich muss noch mal kurz gucken, wie viel Zeit uns noch bleibt. Bis gleich. Na gut, uns bleibt noch ein bisschen Zeit. Und mein Mauszeiger stört. Am besten, dass ich heile mich mal. Oder uns beide mal. Dieser Roboter, da hat eben wirklich viel Schaden angerichtet. Ich sollte auch anfangen aufzuladen. Ist da irgendwas? Sieht nicht so aus. Ah, hier komme ich aber durch. Und die rennen da von alleine runter. Okay. Ach, das Wasser sieht dreckig aus. Ich denke mal, ich muss da durch. Komme ich auch da lang? Ach. Ja, bah, komm. Bah, das Wasser macht mich auch... gibt mir auch Schaden. Naja, bei diesem Dreckswasser... Du hast genug Nektar. Tschüss. Das wieder Nektar ist, möchte ich das nicht verschwenden. Nektar an mich. Ich selber kann mir das jetzt nehmen. Nein, das sind nur Goldmünzen gewesen. Und ich versuche mal da wieder weiter durchzukommen. Komme ich da weiter? Nein. Blech. Dreckswasser. Ich möchte gar nicht darüber nachdenken, was das für ein Wasser ist. Oder eher, was das für eine Flüssigkeit ist. Moment mal, wenn der jetzt schon die Maus gerade... Hä? Ach so. Hier ist noch irgendwie ein komisches Loch oder so. Ah, dann kann ich bestimmt jetzt öffnen. Drei Pilze und Honig. Was ist Pilze? Was sind Pilze? Hier sind Pilze auch nicht zu sehen. Hier sind auch keine Pilze. Anzeige. War es nochmal gleich? Ich gucke einfach mal hier. Nein, hier ist es nicht. Befehle. Nein. Was sind Pilze? Es ist eigenartig. Ich habe die jetzt nicht gefunden. Seltsam. Auch eine Maus. Oder Ratte eher. Renne ich hier lang? Vier Eisenerz, drei Eicheln und Tropfen Wasser. Wo ist das ganze Zeug, was ich da einsammle? Hier ist es auch nicht. Und hier auch nicht.
Komisch. Egal. Komm ich noch weiter da lang? Na, sieht nicht so aus. Stirb, danke. Ach, ich geh mal weiter hier lang. Moment mal. Moment mal. Das will ich jetzt auskundschaften. Das will ich jetzt auskundschaften. Na komm. Wach. Danke. Ah, das habe ich mir doch schon gedacht, dass ich hier weiterkomme. 3 Tropfen Öl gefunden. Hey, nicht übel. Wozu ich auch das Öl brauche? Ah, Moment mal. Da fällt mir doch was ein. Ah, genau. Das sind Zutaten, genau. Warum bin ich nicht vorher drauf gekommen? Tschüss. Ach, folge ich mal hier diesem Wasserlauf. Wo ist Johnny jetzt schon wieder? Ah, da bist du. Wann bin ich denn hier? Blech. Na komm. Es hört sich so an, als ob es regnen würde. Na komm. So. Was machst du hier? Vielen Dank für den Besuch. Ich möchte dir eine Formel anvertrauen. Du brauchst dafür einen Pilz und 3 Tropfen Wasser. Was ist das denn? Sorgesturm? Danke brauche ich nicht. 2 Zauberperlen und du hast genug Hundekuchen. Ach, mit den Hundekuchen kann ich ihn auch nur heilen. Kann ich ihn auch nur wiederbeleben. Also bringt mir der auch nicht. Was ist hier? Ah, das sieht doch nett aus. Puh, endlich raus aus dieser Kloake. Schnüff, schnüff, wirk. Richtig, Jolly. Wir riechen etwas streng. Oh oh, ein Wächter. Stehen bleiben, Kleiner. Du dachtest, du könntest denn kommen? Falsch. Ich habe Anweisungen, dich zur Königin zu bringen. Du kommst mit mir. Ach, du riechst auch etwas. Sollst du Königin? Was ich mich jetzt frage, diese Königin dort, ist das jetzt das gute oder böse Ebenbild? Sind wir hier jetzt? Sind das die Gemächer der Königin? Ne, ist wohl der Thronsaal oder so. Eure Majestät, hier sind die Gefangenen. Was die Königin von uns möchte, das erfahren wir im nächsten Part von Secret of Evermore. Die Zeit läuft uns leider davon. Bis dann!